Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Karinas Kochecke. Da ja bald Ostern ist, machen wir heute mal was ganz Besonderes. Und zwar etwas zum Mittagessen, da sich ja auch viele von euch fragen, was soll ich an Ostern zum Mittag kochen? Meist soll es ja doch etwas Besonderes sein. Und deshalb gibt es bei mir heute Schweinebraten mit selbstgemachter Bratensoße. Ganz ohne Fixprodukte und nur mit natürlichen Zutaten. Wie ich dieses Rezept zubereite, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Zuerst mischen wir ca. 2 Teelöffel Salz mit etwas Pfeffer und Paprika edelsüß und rühren das Ganze gut durch. Heute zeige ich euch mal keine Zutatenliste, sondern sage euch ganz genau, was ich mache. Aber alle Zutaten mit Mengenangaben sowie auch das Rezept findet ihr wie immer in meiner Videobeschreibung. Ich habe hier einen sehr mageren Schweinerückenbraten genommen. Wer es gerne mit Speckschicht mag, kann diesen Schweinebraten auch mit Speckschicht kaufen. Ich habe hier aber ein sehr mageres Stück gewählt. Auf den Schweinerückenbraten geben wir jetzt unsere Gewürzmischung und reiben diese dann richtig schön mit den Händen in den Braten ein. Der Braten, der sollte wirklich komplett eingerieben werden, auch an den Außen- und Endstücken. Und jetzt benötigt ihr Senf. Ich verwende hier extra Senf aus unserer eigenen Region, der nennt sich Thomassenf und kommt bei uns aus Iserlohn. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Senf wie Dijon-Senf oder Löwensenf benutzen, aber ich finde, wenn in der Region es schon guten Senf gibt, dann sollte man diesen ruhig verwenden. Der Braten, der wird jetzt richtig schön mit dem Senf eingerieben. Und zwar wirklich überall an allen Stellen. Das sorgt später beim Braten nicht nur für eine schöne Kruste, sondern auch für einen tollen Geschmack in der selbstgemachten Soße. Als nächstes erhitzen wir Öl in einem Topf, wo der Braten von der Fläche her auch reinpasst. Ich verwende hier jetzt ein Sonnenblumenöl, da es derzeit ja sowieso kein Rapsöl gibt. Wenn ihr kein Öl mehr bekommen habt, könnt ihr natürlich auch Butterschmalz zum Anbraten nutzen. Das Öl solltet ihr etwa auf mittlerer Stufe erhitzen. Wenn das Öl heiß ist, dann geben wir unseren Braten in den Topf. Und der Braten, der sollte jetzt erstmal richtig schön angebraten werden. Dabei ist es wichtig, dass ihr den nicht ständig dreht, sondern dass sich unten am Topfboden auch schöne Röstaromen für unsere spätere Soße entwickeln können. Also den Braten bitte nur drehen, wenn er richtig schön braun von der Seite geworden ist. Wenn es dann soweit ist, dass der Braten schön braun ist, dreht ihr ihn erstmal auf die andere Seite. Wie ihr unten seht, ist schon ein richtig schöner Ansatz im Topf. Der gibt unserer Soße später einen richtig tollen Geschmack und wir brauchen überhaupt keine Päckchen oder Tütchen. Der Braten sollte jetzt hier wirklich von allen Seiten schön angebraten werden, auch von den Außenseiten. Dazu stellt man den Braten am besten leicht an den Topfrand, damit er nicht umfallen kann. Und wenn der Braten gleich von allen Seiten richtig gut angebraten ist, geben wir etwas Wasser dazu. Hier ist es jetzt leider passiert, dass der Topf doch etwas zu heiß war und der Senf unten leicht angebrannt ist. Das ist jetzt aber überhaupt kein Problem. Ihr macht einfach Wasser drauf und nehmt den Braten dann aus der Soße raus. Das Einzige, was ihr jetzt nicht machen dürft, ist in dem Bratensatz herumzurühren. Das, was sich löst, das löst sich und der Rest bleibt drin. Bitte nicht rühren. Wenn euch das jetzt nicht passiert ist, könnt ihr natürlich schön in eurer Soße herumrühren. Aber es ist ja auch mal wichtig zu zeigen, was man machen kann, wenn was schief gegangen ist. Dann nehmt ihr einfach einen anderen Topf mit einem ganz feinen Sieb und schüttet eure Soße durch das Sieb hindurch. Dann bleiben die verbrannten Stoffe in dem Sieb kleben und ihr könnt euren Topf einmal säubern.
dann gebe ich wieder etwas Öl dazu und brate jetzt darin das Gemüse an. Dazu kauft ihr euch einfach ein handelsübliches Suppengrün und schneidet es nur grob klein. In meinem Fall waren das jetzt Porree, Möhren und Sellerie. Die geben wir jetzt in das Öl und lassen es erstmal ein bisschen anrösten. Dabei gelegentlich rühren, damit nicht wieder ein Malheur passiert. Es soll ja diesmal schließlich nicht anbrennen. Wenn das Gemüse etwas angebraten ist, dann gebt ihr ca. 1 Esslöffel Tomatenmark hinzu. Das Tomatenmark, das sorgt später für eine schöne braune Farbe in der Soße. Wichtig ist es jetzt, das Tomatenmark gut in das Gemüse einzurühren und mit braten zu lassen, damit es diesen extrem säuerlichen Geschmack verliert. Also immer schön rühren und das Tomatenmark mindestens für 1 bis 2 Minuten mit anbraten lassen. Wenn alles gut angebraten ist, füllen wir das Ganze mit unserem Sud von unserer Soße wieder auf. Dabei gieße ich die Soße vorsichtshalber noch einmal durch ein Sieb, um sämtliche verbrannten Stoffe noch einmal herauszubekommen. Und nun ist der Grundstock für unsere Soße auch schon gelegt. Alles nochmal richtig gut durchrühren, damit sich die Soße schön in dem Gemüse entfalten kann. Und auf die Soße geben wir dann unseren Braten zurück. Dann machen wir unter dem Braten so ein klein bisschen Platz, dass er schön in der Mitte liegen kann. Das Gemüse, das verteilt sich dann schön drumherum. So, und nun machen wir erst einmal den Deckel drauf. Aber wie das immer so ist, habe ich natürlich noch was vergessen. Also Deckel wieder ab. Und jetzt geben wir natürlich für unseren leckeren Schweinebraten noch 2 Lorbeerblätter mit dazu. Die geben der Soße hinterher einen kräftigen, intensiven Geschmack. So, jetzt aber Deckel natürlich wieder drauf und das Ganze muss dann für 90 Minuten bei mittlerer Hitze vor sich hinschmoren. So circa alle 20 Minuten drehe ich den Braten einmal herum. Da er ja mit der Soße nicht komplett bedeckt ist und so besser gleichmäßig durchgaren kann. Und wie ihr sehen könnt, wird die Flüssigkeit mit der Zeit immer weniger und die Soße immer dunkler. Der Deckel sollte während des gesamten Schmorgangs die ganze Zeit auf dem Fleisch drauf bleiben. Und immer wenn ihr das Fleisch wendet, müsst ihr schauen, ob noch genug Flüssigkeit vorhanden ist. Bei mir hat die Flüssigkeit die ganze Zeit gereicht. Ich musste nichts nachgießen. Aber wenn die Flüssigkeit zu wenig ist, solltet ihr auf jeden Fall noch etwas Flüssigkeit nachgießen. Und wie ihr sehen könnt, hat die Soße und der Braten jetzt eine richtig tolle Farbe. Das Gemüse ist auch schon sehr gut verkocht. Und nach den 90 Minuten Schmoren nehmen wir unseren Braten aus der Soße heraus und geben ihn am besten auf den Teller und stellen ihn erstmal beiseite. Dann rühren wir erstmal unser Sößchen gut durch. Nun füllt ihr das Ganze mit so viel Flüssigkeit auf, wie ihr später gerne an Soße haben möchtet. Ich mache hier so circa 1,5 Liter Soße. Und hier geben wir auch wirklich nur Wasser und keine Brühe oder sonstiges zu, denn der ganze Geschmack des Bratens ist in der Soße bereits enthalten. Das Einzige, was ich jetzt noch zufüge, ist 1-2 Rosmarin. Dann mache ich erstmal wieder den Deckel auf die Soße und lasse die Soße nochmal für 15 Minuten auf mittlerer Stufe schön einköcheln. Und nun machen wir auch schon unser Sößchen. Dazu gieße ich die Soße erst einmal in eine separate Schüssel, denn ich möchte hier persönlich das Gemüse in der Soße nicht mit drin haben. Man kann rein theoretisch auch das Gemüse drin lassen und die Soße dann einfach pürieren, um sie sämig zu bekommen. Aber ich bin da nicht so der Fan von, ich mag das nicht so gern. Deshalb passiere ich gleich das Gemüse heraus.
Um das Gemüse herauszupassieren, lege ich jetzt ein feines Sieb auf meinen Topf und gebe die Soße durch das Sieb. So bleibt das Gemüse in dem Sieb und die Soße ist im Topf. Und natürlich wollen wir auch den ganzen Geschmack von dem Gemüse in unserer Soße drin behalten. Deshalb mache ich es immer so, dass ich jetzt mit dem Löffel die Soße und das Gemüse zerdrücke, damit der ganze Geschmack des Gemüses in der Soße landet. Nur halt das Gemüse selbst nicht. Aber das ist wie gesagt auch immer alles Geschmackssache. Ihr könnt gerne das Gemüse einfach pürieren. So habt ihr sofort eine super leckere, sämige Soße. Ich drücke immer so lange auf das Gemüse, bis das Gemüse wie ein Brei in dem Sieb liegt und keine Flüssigkeit mehr rauskommt. Und so bekommt man dann eine schöne, klare, geschmackvolle, braune Soße. Da meine Soße ja jetzt noch nicht die richtige Bindung hat, zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze mit Speisestärke machen könnt. Dazu gebt ihr etwas Speisestärke und kaltes Wasser in ein Schälchen und verrührt das Ganze, bis keine Klümpchen mehr vorhanden sind und unten am Boden nichts mehr klebt. Es muss sich ganz leicht rühren lassen. Dann könnt ihr die angerührte Speisestärke nach und nach in eure kochende Soße einrühren. Und zwar so lange, bis ihr die gewünschte Konsistenz erreicht habt. Wichtig ist hierbei einfach, die Speisestärke nur nach und nach einzurühren, die ganze Zeit zu rühren und immer mal ein klein bisschen abzuwarten, wie dick eure Soße geworden ist. Und dann gebt ihr die Speisestärke einfach so lange dazu, bis die Soße eurer gewünschten Konsistenz entspricht. Nach dem Binden der Soße ist es jetzt einmal Zeit abzuschmecken, ob auch genug Gewürze an der Soße dran sind. Ich mache jetzt noch eine Prise Zucker an meine Soße. So wie an Süßspeisen etwas Salz gehört, gehört an deftige Speisen auch immer eine Prise Zucker. Das macht den Geschmack der deftigen Speisen einfach vollkommener und ein ganz klein bisschen milder. Jetzt wird das Ganze natürlich auch noch einmal abgeschmeckt. Ich gebe jetzt noch etwas Paprika edelsüß und circa 1/4 Teelöffel Salz an meine Soße. Natürlich, wenn ihr nachwürzt, müsst ihr das Ganze wieder richtig gut durchrühren. Dann schmeckt ihr das Ganze nochmal final ab und wenn alles gut ist, so wie jetzt bei mir, dann gebt ihr euren Schweinebraten noch einmal zurück in die Soße. Und zwar für circa 15 Minuten. Ihr könnt das Ganze jetzt auf ganz niedrige Stufe herunterschalten und den Deckel drauf machen. Und nach der Hälfte der Zeit dreht ihr den Braten einmal rum und macht den Deckel wieder drauf. So schmort der Braten auch nochmal in der Soße. Finde ich persönlich total lecker, muss aber nicht unbedingt gemacht werden. Ihr könnt dann auch einfach den Braten schon aufschneiden und die Soße darüber geben. Nach den 15 Minuten nehmt ihr euren Braten aus der Soße raus und dann könnt ihr ihn auch schon anschneiden. Der Braten lässt sich wirklich sehr gut schneiden. Ich persönlich mache es allerdings am liebsten mit einem Sägemesser, da er sonst ziemlich schnell auseinanderfleddert. Den Braten jetzt einfach schön in Scheiben herunterschneiden. Da wir schon gegessen haben, ist hier nur noch der halbe Braten übrig. Und Leute, er war wirklich sehr lecker und total saftig. Das Fleisch ist schön kompakt und nicht faserig. Den Schweinebraten einfach auf einen Teller legen und die leckere Soße dazugeben. Und ja, die Soße, die ist wirklich super lecker, richtig schön, kann man gar nicht beschreiben. Sie hat einfach einen richtig tollen Geschmack. Ihr solltet das unbedingt mal ausprobieren. Zu dem Gericht passen übrigens sehr gut Knödel. Dazu kann man entweder Blumenkohl oder auch Kohlrabi oder Blumenkohl servieren. Noch einen leckeren Salat und perfekt ist das leckere Osteressen. Was will man mehr?
Ja, und hier ist es, das leckere Ergebnis. Saftiger, leckerer Schweinebraten in einer unglaublich leckeren, selbstgemachten braunen Bratensoße. Ja, ich hoffe, mein Mittagessen-Rezept zu Ostern hat euch wieder gefallen. Dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Karinas Kochecke. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!